Ja, wir sind hier bei Winterwahl 2014 und haben Kerstin Eden und Claudia Gavlas hier zu Gast. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ein frohes neues Jahr darf man, glaube ich, auch noch wünschen. Ja, Happy New Year. Yes. Ihr seid beide nicht zum ersten Mal bei Winterwahl dabei. Was bedeutet denn die Winterwahl für euch? Ja, also für mich ist es was ganz Besonderes. Vor 2 Jahren habe ich das erste Mal hier gespielt, heute das zweite Mal. Und es war für mich die erste Erfahrung mit großen Events und großer Bühne. Und deswegen ist schon heute ein Jahrestag für mich. Also es war halt schon beeindruckend, auch heute wieder. Ja, schön war es. Claudia, du warst die letzten 2 Jahre, glaube ich, sogar dabei, ne? Ich glaube, dieses Jahr war es die dritte, wo Ja, ich da war. Ja, also es ist immer wieder schön, hier zu sein, weil also ich hätte nie damit gerechnet, dass das Publikum hier so euphorisch ist. Aber es war letztes Jahr schon der Wahnsinn und dieses Jahr, also kaum zu beschreiben, ja, sowas kannst du einfach nicht toppen, wie die Leute hier abgehen. Ich glaube, diese Halle und dieser Raum da drin, wo wir gespielt haben, Blue Box hieß es, ist einfach sehr stimmig, ja. Die Leute haben einfach sehr viel Spaß drin. Also es ging ultra ab, also Wahnsinn. ja. Ja. auf jeden Fall. Geht für euch denn auch irgendwie dann jetzt ein Kapitel damit zu Ende, dass die Winterwahl zum letzten Mal jetzt hier in Wiesbaden stattfindet heute? Also ich würde sagen, es geht ja auch an anderen Orten weiter. Und solange das Konzept und die Leute weiterhin so viel Spaß haben und stimmig ist, warum nicht woanders? Ja? Ich meine, es war ja schon in Bingen, glaube ich, in Castelaun, Koblenz. Klar, es ist hier auch was ganz Spezielles und gerade für mich auch emotional was Besonderes, aber ich bin auf jeden Fall offen für was Neues. Und ich glaube, Spaß haben wir überall. Ich sehe das genauso. Also die Halle wird ja abgerissen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir ja nicht mehr hier sein wollen, sondern wir müssen raus. Erstmal für die nächsten Jahre. Und ich finde auch, es ist, wenn etwas zu Ende geht, kann man irgendwo etwas Neues woanders schaffen. Ja, und das ist immer, also wie sie schon sagt, also durch das, dass es mehrmals umgezogen ist, die Winter World, glaube ich, dass es woanders genauso funktioniert, ja. Ihr seid ja auch beide jetzt quasi die Vorzeige-DJs von Abstrakt. Wie gefällt es euch denn bei Abstrakt? Blöd natürlich. Nein, wie ist es so mit den Kollegen? Ich meine, ihr beide seid auch mit Sicherheit Freundinnen, klar. Wie läuft das so untereinander? Sieht man sich nur bei den Gigs oder ist man auch darüber hinaus vielleicht irgendwie befreundet und sieht sich auch mal? Ja, wir wohnen ja alle ganz woanders so. Also wir haben jetzt nicht unbedingt eine gemeinsame Freizeit unter der Woche, aber wir sehen uns schon alle ganz regelmäßig eigentlich. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, aber es ist halt eine super Auswahl von Leuten. Also der Sven Schaller hat da wirklich ein Händchen für, eigentlich für so ein, wie sagt der Olli immer, geliebte Matschköpfe. Yes. Wir sind alle Freaks und irgendwie ist es eine sehr lustige Truppe. Ich sehe es als so eine kleine Familie einfach. Ja. Ich bin ja ganz weit weg vom Schuss. Ich bin ja in Passau, also ich glaube, ich bin am weitesten weg von allen. Aber es ist auf solchen großen Events trifft man sich meistens, dass wir uns alle treffen auf solchen Events. Oder beim Meeting. Oder beim Meeting, ja, aber sonst sieht man sich selten. Aber wenn wir uns sehen, wir freuen uns, weil wir sind einfach wie Brüder und Schwestern, die sich helfen, gegenseitig weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Also wir sind echt, also wir gehen super gut miteinander um und das ist eine gute Atmosphäre. Also ich bin sehr dankbar, dass ich abstrakt bei abstrakt sein darf. Ja. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr in irgendeiner Weise Bedenken jetzt, dass SFX iMotion übernommen hat und das irgendwie auch vielleicht Einfluss auf Abstrakt haben könnte? Wie seht ihr das? Das ist immer, wie vorhin auch schon gesagt, wenn ein Kapitel zu Ende geht, beginnt das nächste, ja, und man muss das Beste draus machen. Ich glaube, es ist auch an der Zeit gewesen, irgendwie weiter in die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, den Verantwortlichen von iMotion liegt ja selber auch sehr viel an den Events. Die sind ja mit Herz dabei. Die haben ja das vor 20 Jahren, die erste Nature One gemacht, ja. Die sind ja mit Herzblut dabei. Und deswegen habe ich da keine Zweifel daran, dass sie das Beste tun werden, um weiterhin super Events zu liefern, ja. Ja, und es bringt ja auch nichts, sich jetzt erstmal verrückt zu machen. Es weiß ja noch keiner, was passiert. Es soll ja eine Weiterentwicklung sein, ja. Ich meine, man nimmt einfach das Beste an und gibt sein Bestes dazu. Wenn es dann halt vielleicht anders wird, als man sich das vorstellt, aber das denke ich jetzt erstmal nicht, dann muss man halt gucken, wie es weitergeht. Aber ich glaube, ohne Grund machen die das ja auch nicht. Wenn die nicht gedacht hätten, das wird jetzt irgendwie vielleicht besser oder genauso gut, man macht das ja nicht einfach ohne Grund, so einen Laden verkaufen. Ja, glaube ich auch. Ja. Schauen wir bei euch beiden mal ein bisschen in die Zukunft. Bei dir gab es in den letzten 2 Jahren 2 Track-Releases. Wie schaut es denn jetzt mal mit einem Debütalbum aus? Ja, na klar, also das ist ein großes Thema auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, ich gebe alles.
wir sind dabei. Ja, schauen wir mal. Also, okay. Großer Wunsch, großes Ziel, es ist schon viel gemacht. Ich denke, es wird schon recht bald ein bisschen was kommen. Aber ganz genau festlegen, oh Gott, es ist so viel dazwischen gekommen, dann ist das Studio, irgendwie muss man umziehen, dann hier Clubschließungen. Es ist so viel in den letzten 2 Jahren passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass einer immer komplett rausgerissen hat. Deswegen wage ich jetzt einfach mal gar keine Prognose mehr. Aber ich denke mal, das, zumindest ein Release wird jetzt auf jeden Fall kommen. Okay. Zeitgeist bei dir noch ein recht junges Werk, aber bist du jetzt vielleicht angefixt und auch schon in den Startlöchern wieder ins Studio zu gehen, weiterzumachen oder jetzt erstmal Fokus, weiter Gigs spielen? Also ich bin ja regelmäßig im Studio und ich habe jetzt seit Sommer, wo das Album veröffentlicht wurde, sehr viele Remixe gemacht. Auf meinem eigenen Label, was ich mit Eric Sneo führe, Masters of Disaster, kam jetzt Spooky Voices raus, 2 Tracks und ja, ich habe auf jeden Fall noch sehr viel in den Startlöchern und es kommt regelmäßig auf jeden Fall was raus, ja. Du hast gerade Remix schon angesprochen, eine Frage, die dir bestimmt oft schon gestellt wurde, natürlich der Remix aller Remixe, der Puppy Remix. Aber was ich bisher noch nicht irgendwie gelesen habe, gab es eigentlich ein Feedback von den Editors dazu? Ich persönlich habe noch keins. Also ich würde die natürlich gerne mal treffen, weil das einfach sensationell war, wie dieser Track abging. Was ich auch beeindruckend finde, ist, dass das Original von Editors eher eigentlich melancholisch war. Und durch das, dass ich eigentlich diesen Techno draus kreiert habe, ist es sehr happy geworden. Obwohl ja der Text trotzdem noch ein bisschen traurig oder melancholisch angehaucht ist, aber diese Melodie und dieser Beat kommt einfach sehr happy rüber, ja, und das freut mich. Ich habe sie persönlich noch nicht getroffen. Ich hoffe, wir treffen uns mal, weil der Sänger hat ja eine tolle Stimme. Ich kenne das Album von damals auch nicht, aber ich fand den Track einfach sehr toll, ja. Super. Kommt auch immer Bombe, auch gerade eben. Ja, Wahnsinn. Die Leute, ja, die sind ja jedes Mal am Ausrasten, das ist der Wahnsinn. Ich will den Track eigentlich schon gar nicht mehr spielen, weil er einfach, ich habe den ja lange nicht veröffentlicht, ja, aus diversen Gründen einfach, weil es nicht so einfach war. Ich habe den, glaube ich, schon 3 Jahre gespielt und dann haben wir den released und ja, ich will den eigentlich gar nicht mehr spielen, aber die Leute fragen mich schon vorher und wenn ich es nicht spielen würde, ich glaube, sie würden mich lynchen, ja, am Schluss. Also ich muss diesen Track spielen und es ist schön zu sehen, dass ein Track auf so viele Jahre so viel Erfolg hat, ja, also so erfolgreich sein kann. Das freut mich, weil die Musik ist sehr schnelllebig geworden und dieser Track ist der einzige, den ich eigentlich so in meinem Set kenne, der immer, immer funktioniert und das ist erstaunlich, weil ich mag es selber immer noch gern. Also die Leute fragen mich, kannst du es selber noch hören? Ja, ich kann es hören. Anscheinend ist er gut genug, dass ich es immer noch hören kann. Ja. Also ich bin Gott dankbar, dass mir das gelungen ist. Ja. Hast du so einen Track auch, der irgendwie so ein All-Time-Ding, was immer geht? Ja, schon, da gibt es schon einige, aber es gibt so viele und ich versuche halt auch, die nicht immer zu spielen. Ich habe zum Glück genug Auswahl, dass ich aussuchen kann, aus welchem, aber ich glaube, wenn man den auch selber gemacht hat, ist auch wieder ein ganz anderer Bezug dazu. Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Mhm. An beide habe ich natürlich jetzt auch noch so, du kennst die Frage ja vom letzten Mal schon, deswegen zuerst zu dir. Beim letzten Mal haben wir natürlich über das Thema gesprochen, dass du Equipment gerne mal mit ins Bett nimmst, neues Equipment. Machst du das? Nein, nein, nein. Was hattest du denn zuletzt mit im Bett? Jetzt lass mich mal überlegen. Boah, ernsthaft, ich glaube, das war, glaube ich, der Pioneer HD 2000 Kopfhörer. Und was sagt Pascal dazu? Schläft auf der Couch, oder? Ja, also, er kann mich eigentlich schon verstehen, aber ich glaube, vielleicht ist dann da auch manchmal dann doch mehr Mann in ihm als Nerd. Also, ich glaube, nach der ersten Nacht, wenn ich dann weitermache, dann wird es für ihn komisch. Okay. Deswegen versuche ich auch dann aufzuhören. Naja, aber ich hab eigentlich schon lange nichts Großartiges Neues mehr mit ins Bett genommen. Also, er hat sich damit noch nicht konfrontiert fühlen müssen. Das ist das Glück. Machst du das nicht? Nee. Warum? Ich glaube, ich hatte nie Platz im Bett. Nee, Quatsch. Keine Ahnung. Ich hatte mal eine Schallplatte, glaube ich, unter dem Kissen liegen. Oh Gott, die geht kaputt. Also welche war das? Weiß ich auch nicht mehr. Sunglasses at Night. Ja. Das war meine erste Schallplatte und ich wollte eigentlich immer schon etwas mit Musik machen und ich war noch gar nicht DJ, aber ich habe die Schallplatte unter das Kissen gelegt, weil meine Mutti immer sagte,
wenn ich für die Schule lernen musste, dann muss ich es unter Kopfkissen legen, dann weiß ich es am nächsten Tag. Und das habe ich oft gemacht für die Schularbeiten. Da habe ich mir ein Mathebuch unter das Kopfkissen gelegt und tatsächlich, es war dann im Kopf, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Dann dachte ich mir, ich lege die Schallplatte unter den Kopf, vielleicht klappt es mal mit das der Musik. Das war auch deine erste Platte. Mhm. Sehr verrückt. Deine auch? Ja, aber ich habe sie eigentlich geschenkt bekommen an der Kiesgrube. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie das Lied heißt. Der DJ so, ja Moment, warte 2 Minuten, dann kann ich sie dir mitgeben. Ich wollte ja damals gar nicht auflegen. Ja. Dann hat er mir die Platte in die Hand gedrückt und dann habe ich sie ins Auto gelegt. Ich wusste nicht, wie das ist mit Schallplatten und Sonne. Also ich habe sie besessen, aber sie war halt nicht spielbar. Ja, mega, wusste ich gar nicht. Ja, ich auch nicht von mir, also verrückt. Ich habe sie in Amerika gefunden, im Second-Hand-Store irgendwie, habe ich halt durchwühlt. Auf einmal habe ich ein paar Techno-Platten gefunden. Und auf einmal diesen Chris Liebing-Remix, ja, Sunglasses is at Night. Und ich habe den ja in Deutschland gefeiert ohne Ende. Und mit solchen Buffalos, also, bemerkt, ja. Und natürlich habe ich mir die gekauft. So jeder so, was willst du mit einer Schallplatte? Du hast ja nicht mal einen Plattenspieler. Aber ich so, egal, ich habe jetzt die Schallplatte, ja. Das war einfach schön. Wo wir bei dir schon bei den ersten musikalischen Gehversuchen und so weiter sind. Ich habe gelesen, du hast mit Keyboard und Gitarre angefangen. Und wir haben eben ja auch schon von deiner Zusammenarbeit mit Erik gehört. Wie wär's denn mal, wenn du Keyboard und Gitarre, wie Erik das auch mit vielen Instrumenten macht, in deine Sets mit einbaust? So eine Art ja, Claudia Live mit... Grundsätzlich ist es eine tolle Idee, aber ich habe natürlich noch einen Plan B, sage ich mal. Ja, ich würde noch gerne viele Projekte realisieren, viele Ideen, die ich noch habe. Aber ich finde, es gibt so tolle Musik, vor allem wenn du auch im Musikstudio bist. Du brauchst einfach diese ganzen Musikinstrumente nicht mehr. Es gibt, ich respektiere jeden, der dieses Musikinstrument perfekt beherrscht, auch Gitarre oder Keyboard. Ja, ich sag mal Klavier lernen oder solche Sachen. Es ist halt wahnsinnige Kunst, auch das Ganze zu verinnerlichen und dann auch so rüberzubringen, dass es passt, habe ich wahnsinnigen Respekt vor. Aber ich finde bei unserer Musik, ich habe mich vorhin hinter der Bühne mit jemandem unterhalten und dann habe ich wieder festgestellt, dass Techno einfach dir keine Grenzen setzt. Ja, du kannst alles machen, egal was du willst, solange es dieser Viervierteltakt bleibt und dieser Rhythmus, ist alles richtig, ja. Und diese Freiheit liebe ich an diesem Techno. Also ich kann im Endeffekt, wenn ich Bock habe, morgen eine Rocknummer einbauen, ja. Übermorgen irgendwas von Bryan Adams könnte ich einbauen. Also die Möglichkeit wäre da. Und das gefällt mir einfach, ja. Und auf diesem Keyboard oder Gitarre, ich finde das einfach schon so, ich habe mich satt gehört an diesen Tönen, ja. An dieser Gitarre, an diesem Keyboard, whatever, ja. Das heißt, ich finde Klavier immer noch schön, aber an dem Techno fasziniert mich vor allem, weil immer wieder was Neues entsteht, neue Töne, ja, neue Sachen. Also es ist schöner für mich. Also ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen noch starten, aber nicht mit Keyboard und Gitarre. Okay. Das wäre doch schön. Schade. Keyboard und Didgeridoo oder so. Lagerfeuer. Erik am Didgeridoo und Claudia an der Ich würde die Triangel dazu machen, auf jeden Fall. Ding. Ja, ich will euch nicht weiter aufhalten. Eine Abschlussfrage nach Winterworld ist für Gäste und wahrscheinlich auch DJs immer so ein Start ins neue Jahr irgendwie. Was steht denn bei euch 2014 an? Worauf freut ihr euch besonders? Oh, auf alles. Ja. Auf alles eigentlich. Auf viel abstrakt. Also ich habe dieses Jahr im März sind wir, im Februar, am 15. Februar sind wir im Palazzo. Ja, genau, natürlich. Da bin ich jetzt seit neuestem Resident für das Winter Festival. Also Tanz der Familie macht ja immer Eric Sneo mit Gästen und ich darf jetzt das Winter Festival präsentieren, das freut mich am allermeisten. Der Host ist quasi im großen Palazzo Resident zu sein, das ist eine Ehre für mich. Ja, und viele Gigs stehen an und wir hoffen, wir haben ein lustiges Jahr. Ja, ja, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Auf jeden Fall. Ja, alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Viel Spaß hier noch. Danke dir. Zelebriert das letzte Mal in Wiesbaden ordentlich. Looks gut.